Hallo zusammen, ich habe hier einen Auszugskühlschrank in Anführungszeichen. Das ist ein 47 T wie Truck, weil er wurde ursprünglich von Volvo gebaut und unter den Sitzen montiert. Ich habe hier eine Wanne drin, die kann ich natürlich auch ausheben. Hier kann ich dann 1,5 Liter Flaschen innen legen und ich kann die wieder einhängen. Ich habe oben Tablar und hinten in der Tiefe sehe ich den Thermostaten. Den stellt man eigentlich einmal ein und dann läuft der Kühlschrank. Innen ist er aus Chromstahl. Standard ist hier Band rechts, das heißt die Scharniere sind nicht hier, sondern auf dieser Seite. Man kann den ohne Probleme umbanden oder ihr könnt den so wie der hier umgebandet bestellen. Wenn ihr so einen LKW von der Seite her anguckt und ihr habt hier das Bett hinten drin, hat sie in diesem Volvo so eine Schräge. Aus diesem Grund hängt das Aggregat hier oben. Standard mit einer 50 cm langen Kälteleitung. Das heißt, das Aggregat muss hier bleiben. Wir kommen nachher zu den Optionen. Hier habe ich jetzt eine viel längere Leitung. Somit kann man das Aggregat hier auf die Seite packen, oben hinpacken, unten oder ein Loch machen im Boden und sogar runter versenken. Also hier ein Kühlschrank mit einer relativ kleinen Höhe zum beispielsweise unters Bett zu stellen. Wir haben auch hier verschiedene Optionen an den Kühlschränken. Ich habe hier den Katalog 2021 April, den aktuellen, den ich habe, und ihr seht hier auf der Seite 29, den Katalog verlinke ich euch natürlich, unten drin, und wir haben hier die Maße vom Aggregat separat. Ich habe hier auch eine kleine Zeichnung, da sehe ich die Maße drauf. Und ich habe verschiedene Optionen. A heißt, der Kühlschrank könnte eine Vorrangschaltung haben. Also wenn der unters Bett kommt irgendwo oder in eine Hundekeuer beim Boot oder unter eine Sitzbank, im Boot drin, was sehr viel im Hafen liegt, dann kann ich statt der Standardsteuerung verbauen wir diese Steuerung und die hat eine Vorrangschaltung für 230 Volt. Sobald ich Landstrom habe, wird er auf 230 Volt betrieben. Dann habe ich hier die Option DIG, Digitalthermostat. Statt dem mechanischen Thermostat innen drin, kriegt die mit 1,5 Meter Leitung diesen Digitalthermostaten. So kann ich natürlich, wenn der unter der Sitzbank ist, muss ich auf die Knie zum Einstellen. So habe ich oben eine Temperaturanzeige und ich kann die Temperatur gerade genau einstellen, was hier im Kühlschrank sein sollte. Weiter habe ich die Option Kupplungen und längere Leitung. Standard ist eben nur eine kurze Leitung dran. Ihr könnt die Leitung also haben bis 10 Meter Länge, ist überhaupt kein Thema. Aber dann ist ja das Thema, wie fahre ich mit der Leitung durch ein Loch durch? Wenn ich dann so ein kleines Loch mache, komme ich nicht mit dem Aggregat durch, sondern nur mit diesen Kupplungen. Und diese Kupplungen, die sind vorgefüllt, das Kältemittel drin, kann man zusammenschrauben und der Kühlschrank ist betriebsbereit. Ja, das ist der 72 Truck. Ich mache euch hier einen Link von einem anderen Auszugskühlschrank. Also das ist nicht direkt ein Auszug, aber etwas Ähnliches, sondern einen richtigen Auszug, den DEW 100. Und hier unten den 36er, der noch ein Stück tiefer ist, nur 24 cm hoch. Die andere Alternative ist eine Kühlbox, mache ich euch einen Link und ich wünsche euch einen schönen Tag.